Alle guten Dinge sind drei, so heißt es. So ist es auch mit dem Josua BW Camp Meeting. Zum dritten Mal findet es statt und ich habe das große Vorrecht, euch im Namen der Baden-Württembergischen Vereinigung hier auf dem Begegnungs- und Tagungszentrum Michelsberg begrüßen zu dürfen. Ihr Lieben, wir sind eine große Familie, oder? Und das ist uns ein großer Wunsch, das ist für uns ein großer Wunsch, dass ihr euch hier wohlfühlt. Ich habe schon zu Bruder Grennert gesagt, ich fühle mich hier wie zu Hause. Und ich hoffe, dass ihr das auch sagen könnt. Dass ihr hier ganz persönlich auftanken könnt, geistlich, aber auch in der guten Gemeinschaft unter Geschwistern. Aber ganz besonders wollen wir jemandem begegnen, dem Herrn und unserem Heiland Jesus Christus. Unser besonderer Gruß gilt auch unseren Sprechern. Eugene Pruitt ist unter uns. Er ist designierter Leiter eines neuen missionarischen Trainingsprogramms in Malaysia. Wir hatten schon 2015 das Vorrecht, ihn zu hören. Und so sind wir auch dankbar, dass er dieses Jahr hier anwesend sein kann. Auch ein herzliches Herr Gruß an Craig Gooden. Er arbeitet als Leiter der Missionsschule Peace in England. Er ist dort Bibelarbeiter. Da hat jemand die Schule besucht. Er ist dort Bibelarbeiter bei der Nordengland-Vereinigung. Schön, dass du da bist. Wir werden heute noch mehr von dir hören. Wir haben auch noch weitere Sprecher unter uns. Ich begrüße auch Erhard Biro, den Präsidenten der Baden-Württembergischen Vereinigung, Thomas Knirr, Abteilungsleiter für Gemeindeaufbau und Evangelisation in der Baden-Württembergischen Vereinigung, Olaf Schröer, Pastor in der Baden-Württembergischen Vereinigung, Christopher Kramp, Evangelist in Baden-Württemberg und Leiter des Joel Media Ministries. Wir haben Robert Kirsch mit unter uns. Er ist Theologe und Mediziner und auch noch Roni Schreiber, Evangelist und Mitarbeiter bei Amazing Discoveries. Wieso sind wir eigentlich hier zusammengekommen? Habt ihr euch diese Frage gestellt, als ihr vielleicht hierher gefahren seid? Wir haben es doch eigentlich ziemlich gemütlich auch zu Hause, oder? Wir hätten doch auch zu Hause bleiben können, uns geht's gut, wir leben in Frieden, in Wohlstand. Es mangelt uns an nichts. Oder kann es sein, dass wir etwas erkannt haben? Kann es sein, dass wir erkannt haben, dass wir etwas brauchen? Ich glaube, wir sind hier, weil es uns bewusst geworden ist, dass Jesus Christus lebt und dass er seine Gemeinde liebt. Uns ist auch bewusst geworden, dass die dreifache Engelsbotschaft, und ich möchte das betonen, aktueller nicht sein könnte, oder? Uns ist auch bewusst geworden, dass heute durch die modernen Medien, das Evangelium, die gute Botschaft weltweit verbreitet wird und Menschen Hoffnung bekommen. Aber gleichzeitig sind wir auch wachsam. Wir erkennen, dass Prophetie sich erfüllt. Sehen wir das? Besonders in Offenbarung 13. Wir sehen, wie besonders in den letzten Jahren die ökumenische Bewegung einen Aufschub bekommen hat. Wir sehen, dass die Welt sich wirklich wundert über das Tier. Wir sehen, wie dass die Wirtschaft immer fragiler wird, die Politik keine Lösungen bietet. Wir sehen, dass die Naturkatastrophen zunehmen und wie es in Offenbarung 11 heißt, dass die Völker zornig werden oder zornig geworden sind. Ich glaube von ganzem Herzen, dass der liebe Gott, wie es in Offenbarung 7 heißt, die Winde zurückhält, damit wir Zeit haben. Aber Zeit für was? Zeit für was?
Ich glaube, dass wir Zeit bekommen, eine bestimmte Botschaft zu hören und zu glauben. Es ist die Botschaft, die wir auf diesem Camp hier studieren wollen. Es ist die Botschaft an die Gemeinde in Laodicea, an seine Endzeitgemeinde. Deshalb wünsche ich allen, die hier anwesend sind, dass diese Botschaft nicht eine Botschaft für meine Nachbarn wird oder für jemand anders, an den ich gerade denke, sondern dass diese Botschaft an dich und mich ganz persönlich ist. Von Jesus Christus aus Liebe und mit einem wichtigen Ziel. In diesem Sinne wünsche ich allen wirklich von ganzem Herzen Gottes Segen, dass wir hier berührt werden und gestärkt nach Hause gehen können. Gott segne euch dabei. Amen. Ich habe auch noch das Vorrecht, ich wurde gebeten, auch nochmal ganz kurz das Konzept vom Josua Camp Meeting zu erklären oder einfach nochmal kurz uns vor Augen zu führen. Ich möchte es kurz halten. Wie ist das entstanden und was ist das Ziel? Die Bedeutung finden wir in dem Akronym Josua. Wir haben es vielleicht auch schon gelesen. Es heißt, Jesu Offenbarung stärkt unsere Adventbotschaft. Wir glauben, dass Jesus Christus eine besondere prophetische Botschaft für diese Zeit hat. Und wir glauben, dass Jesus Christus eine besondere prophetische Gemeinde in dieser Zeit hat. Aber dieses Wissen sollte uns demütig machen, denn es bedeutet eine Verantwortung, die die Gemeinde hat. Es gibt ein Zitat, das mich schon seit vielen Jahren begleitet und mir sehr wichtig geworden ist. Das ist das Zitat im Buch Vom Schatten zum Licht, ein Buch, das ich sehr schätze. Und der liebe Gott möchte, es ist sein Wunsch, dass jeder es hat und liest. Und auch noch ein anderes Buch, Das Leben Jesu, der Sieger. Diese zwei Bücher, so schreibt Ellen White, sind dem Herrn besonders kostbar und er wünscht sich, dass jeder Mensch die Möglichkeit hat, diese Bücher zu haben. Aber dort in dem Buch Vom Schatten zum Licht auf der Seite 549 heißt es, wir leben in der dramatischsten Zeit der Weltgeschichte. Das Schicksal der jetzt lebenden Erdenbewohner steht kurz vor der Vollendung. Unser zukünftiges Wohlergehen sowie das Heil anderer Menschen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Welchen Weg wir jetzt einschlagen? Welchen Weg wollen wir denn einschlagen? Gemeindeglieder, Pastoren, Administratoren der Vereinigung und Ministries und Leiter von selbstunterhaltenen Diensten haben sich diese Frage gestellt, haben sich getroffen. Wir haben uns getroffen vor einigen Jahren und wir haben uns diese Frage gestellt. Und wir haben eine Entscheidung getroffen, eine Antwort. Wir wollen die dreifache Engelsbotschaft gemeinsam hören, gemeinsam glauben und gemeinsam verkündigen. Das ist die Daseinsberechtigung vom Josua Camp Meeting und das Ziel vom Josua Camp Meeting. Und ich hoffe, dass ihr euch diesem Ziel anschließen könnt. Wer in das Programm geschaut hat, der wird gesehen haben, dass wir die Botschaft an Laodicea studieren. Und ich wurde gebeten, im Zuge der Begrüßung und der Erklärung des Konzeptes auch die Einleitung, die einleitenden Verse mit euch zu lesen. Und das möchte ich auch tun, so seid ihr auch eingeladen. Die Bibeln, die sehr, sehr wichtig sind,
während diesem Camp-Meeting und darüber hinaus natürlich auch. Aber besonders hier wollen wir Gottes Wort studieren. Ich lade euch ein, eure Bibeln zur Hand zu nehmen. Und wir wollen den Blick, unseren Blick in Offenbarung 13 und dort die ersten Worte, die wir im Vers 14 finden, den Blick darauf werfen. In Offenbarung 3, ich entschuldige mich, Offenbarung 3, Vers 14. Offenbarung 3, Vers 14, und da heißt es: Und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe. Dem Engel der Gemeinde. Wenn wir mit dieser Botschaft anfangen, dann muss uns etwas bewusst sein. Der liebe Gott hat etwas im Vorfeld geschrieben, hat etwas im Vorfeld offenbart. Und das Buch Offenbarung, das ist uns sicherlich bekannt, kann nicht ohne das Buch Daniel studiert werden, oder? Das heißt, wir müssen ganz kurz rekapitulieren, was hat Gott denn schon alles offenbart? Und wir finden im Buch Daniel ein sehr wichtiges Prinzip, das auch für unser Studium hier wichtig sein wird. Und das ist das Prinzip der Wiederholung, das Prinzip der Rekapitulation. Das heißt, wir finden in Offenbarung in Daniel 2, wenn wir das prophetische Wort studieren, dass Gott beim Propheten anfängt und oder zur Zeit des Propheten anfängt und dann das Zeitgeschehen im historischen Kontext offenbart, bis Gott sein neues Reich auf dieser Welt gründet. Gottes Reich. So sehen wir, wie Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom, dann das geteilte Reich kommt und am Ende sehen wir, wie der Stein kommt und das Bild zerstört und die ganze Erde füllt. Wir gehen dann weiter und finden dieses Prinzip der Wiederholung, der Rekapitulation wieder in Daniel 7. Bloß, man könnte sagen, aus einer anderen Kameraperspektive, wir haben hier auch Kameras und plötzlich sehen wir, da ist ein anderer Blick. Plötzlich sehen wir wieder die gleiche Abfolge. Wir sehen Babylon, Medopersien, Griechenland, Rom, das kleine Horn. Und dann sehen wir das Gericht und die Reichsübergabe, Gottes Reich. Und so geht es auch weiter in Offenbarung, in Daniel 8. Auch dort finden wir wieder das Prinzip der Rekapitulation, der Wiederholung. Die Zeit ist aber fortgeschritten und Daniel lebt kurz vor Medopersien. Das heißt, Babylon spielt jetzt keine große Rolle und so fängt man dort bei Medopersien an. Bei Griechenland. Dann kommt das kleine Horn auf der horizontalen Ebene, das heidnische Rom. Dann wächst es in die vertikale Ebene, das päpstliche Rom. Und es geht weiter. Wir sehen, dass das Heiligtum in den Fokus gerückt wird, das Gericht. Das Voruntersuchungsgericht. Und so wird Gottes Reich hergestellt. Und das gleiche Prinzip finden wir auch in der Offenbarung. Das Prinzip der historischen Auslegung. Gott offenbart sich in der Geschichte. Das, was wir jetzt mit den Gemeinden, wenn wir den Blick in die Gemeinden, in die sieben Gemeinden werfen, dann erkennen wir aus der Schrift natürlich, dass es lokale Gemeinden in Kleinasien waren. Keine Frage. Aber darüber hinaus erkennen wir noch etwas. Und das ist das, was in Offenbarung 1, Vers 19 steht. Kurz bevor Johannes anfängt, die sieben Briefe zu schreiben, heißt es dort: Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Wir haben also die Vergangenheit, wir haben den örtlichen Kontext, aber gleichzeitig gibt es auch wieder einen Ausblick in die Zukunft. Es geht in die Zukunft. So sehen wir, dass auch die sieben Briefe. Und auch später an anderen Stellen finden wir das gleiche Muster, zum Beispiel in Offenbarung 12. Auch das gleiche Muster, dass ein historischer Kontext
uns offenbart wird bis zur Wiederkunft. Und Laodicea, die Gemeinde des Gerichtes, ist Gottes letzte Gemeinde. Die Endzeitgemeinde, die eine besondere Botschaft bekommt. Es gibt aber noch etwas ganz Wichtiges. Es kommt immer wieder vor, dass Gottes Endzeitgemeinde kritisiert wird. Und es gibt manche Gruppierungen, die sie auch schon für abgefallen sehen. Oder dass sie sagen, dass sie Babylon geworden ist. Wir erkennen aber in Offenbarung 1, dass Jesus Christus inmitten seiner Gemeinden wandelt. Er hat sie noch nicht aufgegeben. Er hat eine klare Botschaft an Laodicea, keine Frage. Aber er hat sie nicht aufgegeben. Wenn Jesus Christus die Gemeinde nicht aufgegeben hat, haben wir sie aufgegeben? Ich möchte sie nicht aufgeben. Ich glaube an diese Gemeinde, bin fest davon überzeugt, dass diese Gemeinde Gottes Endzeitgemeinde ist. Und aus diesem Grund ist es mein Wunsch, in diese Gemeinde zu investieren, weil die Gemeinde eben nicht ein Gebäude ist. Die Gemeinde besteht aus Menschen. Aus Menschen, die Gott von ganzem Herzen liebt. Von ganzem Herzen. Deshalb ist er für diese Gemeinde gestorben. Und weil er für diese Gemeinde gestorben ist und sie ihm wichtig ist, merken wir, wie durch Offenbarung 2 und durch Offenbarung 3 eine Dringlichkeit weitergegeben wird. Wir sehen das in der Botschaft zum Beispiel an Ephesus, in Offenbarung 2, Vers 5, wo es heißt, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke, wenn aber nicht, werde ich über dich kommen. Eine Ankündigung, dass Jesus bald kommt. An die dritte Gemeinde in Pergamon sagt er in Offenbarung 2, Vers 16, tue Buße, wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen. An die fünfte Gemeinde in Sardes schreibt er in Offenbarung 3, Vers 3, wenn du aber nicht wachen wirst, werde ich kommen wie ein Dieb. Der Gemeinde in Philadelphia schreibt er in Offenbarung 3, Vers 11, siehe, ich komme bald. Und jetzt schreibt er an die Gemeinde in Laodicea. Und er sagt in Offenbarung 3, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür. Merken wir diesen Progress? Merken wir diese Bewegung? Merken wir, dass es wirklich ernst ist? Und merken wir, dass Jesus vor der Tür steht? Und darum geht es eigentlich. In der ganzen Botschaft, alles, was wir heute und morgen und die Tage hier studieren werden, um was geht es eigentlich? Es geht darum, dass Jesus Christus dir und mir begegnen möchte. Darum geht es. Wie möchten wir auf diese Botschaft oder diese Begegnung reagieren? Ellen White schreibt, und ich wiederhole es nochmal, wir leben in der dramatischsten Zeit der Weltgeschichte. Das Schicksal der jetzt lebenden Erdenbewohner steht kurz vor der Vollendung. Unser zukünftiges Wohlergehen sowie das Heil anderer Menschen hängt davon ab, welchen Weg wir jetzt einschlagen. Gott segne dich und mich, wenn wir ihm diese Antwort geben. Amen.